Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder den Sonic Speed Simulator. Es kam ein neues Update raus, für euch ist das schon ein paar Tage her und es gibt eine neue Map, die schauen wir uns jetzt an. Gucken wir uns jetzt die neue Region an und gucken, ob sonst noch was Neues ist. Stand das Plakat hier schon immer direkt am Spawn? Kommt mir irgendwie neu vor. Wobei es gar nicht mal so neu sein sollte, theoretisch. Na gut, also wir sehen jetzt, gibt's hier eine neue Region Hilltop. Schneefalle, wow. Na gut, ich gehe einfach mal zum Emerald-Hügel. Ich liebe diese halben Übersetzung, Emerald-Hügel. Und dann gucken wir einfach mal, wie ich in die nächste Welt komme. Und ich bemerke natürlich, ich habe zwei Sachen. Erstens, die Lautstärke viel zu laut, weil das ist natürlich ein Roblox-Spiel. Die sind zu laut eingestellt. Und ich habe mein maximales Level erreicht. Also mache ich dann doch nochmal ein Rebirth, wenn ich jetzt sowieso erstmal zu der Region gehen muss. Ich meine, wer weiß, vielleicht brauche ich ja sowieso einen weiteren Rebirth. Dann wäre es ja komplett unnötig, dahin zu gehen. So. Das ist übrigens ein Trick, um am Anfang ein bisschen schneller zu sein, die ganze Zeit Leertaste spammen. Dann kommt man etwas schneller voran, am Ende bringt es einen natürlich nicht mehr so viel. Und man hebt auch nicht mehr so viel auf, aber jetzt bin ich eigentlich schnell genug. So. Und natürlich die Loops immer mitnehmen. Wobei, ich habe 300.000 von den Ringen. Ich gebe die gar nicht aus, weil ich da immer noch keinen Überblick habe, welche Maschinen gut sind und welche schlecht. Ich habe das Gefühl, die teuren Maschinen sind die schlechtesten Maschinen. Könnt ihr mir mal in den Chat schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die teuren die schlechten Maschinen sind, weil... Keine Ahnung. So. Alle schreiben ja, ja, ja. Aber es gab vorher schon Ja's im Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich noch auf das Jahr von vorher beziehen. Aber wir gehen jetzt mal rüber zu Verlorenes Tal, Obi. Natürlich. Lost Tales jetzt Verlorenes Tal. Nee, ich habe nicht das Gefühl. Okay. Und bam. Nein! Hä? Er hat nicht anvisiert. Mies gelaufen. Das ist auch mies gelaufen. Was ist los? Na gut, dann machen wir es vorsichtig. Ich muss wieder in die Steuerung reinkommen. Ich kann nicht mehr so spielen, wie ich vor einer Woche noch gespielt habe, Leute. Ich kaufe immer nur die Limited Pets für eine Mio. Okay. Ja, ich bin ja gar nicht so im Spiel drin, dass ich irgendwie sowas wie Limited Pets mir hole oder so. Ich spiele das halt wirklich einfach einmal zum Livestream in der Woche, während andere von euch irgendwie schon gefühlt 3000 Rebirths haben. Und ich denke mir so, ich habe irgendwie zwei. Nee, oben. Ich habe jetzt... 6 Wiedergeburten. 4 Rennen? Racing-Siege wahrscheinlich, oder wie? Keine Ahnung, wofür das da oben steht. Kauft ihr immer nur die Limited Pets für eine Mio? Ja, ich weiß nicht mal, was Limited Pets sind hier, also... Ja, oh, da konnte ich nicht drauf landen. Ich will mal diesen 900 XP mitnehmen. Das bringt mir aber gar nichts, weil egal, wie ich in die 900 XP reinspringe, ich fall immer runter. So, angekommen in Emerald Hill. Spiel mal Bot Clash. Nö. So, diesen Weg hier mag ich an Emerald Hill. Das ist wirklich schön. Die Region kommt man zwar beim Casual-Rumlaufen irgendwie nie wieder rein. Oh, ich bin abgeprallt. Und ich bin inzwischen auch besser darin, das Ding hier mitzunehmen. Ja, aber diesmal schon wieder nicht. Ich habe jetzt wieder mitten in der Luft abgebremst. Keine Ahnung, wie ich das jedes Mal schaffe. Naja, ich muss wieder reinkommen. Warum bist du 4 Rennen gelaufen? Ist das schlecht, dass es 4 sind? Hätte ich 3 Rennen laufen sollen oder doch eher 5? Keine Ahnung, was du damit meinst. Wie, warum bist du 4 Rennen gelaufen? Aber haben die das hier hübscher gemacht? Ich hatte das hier nicht so schön in Erinnerung. Ich hatte das als... Also diesen Bereich hatte ich ziemlich hässlich in Erinnerung, als ob der gar nicht fertig wäre. Naja, dann gucken wir auch mal, ob diese Region hier jetzt hübscher geworden ist. Weil die war wirklich unfertig. Und sie sieht immer noch ziemlich so aus wie vorher. Wobei dieser Blauton, der hier jetzt überall ist, der ist doch neu, oder? Also hier wurde ein bisschen was an der Beleuchtung geändert. Oder kommt mir das nur so vor? Und hier ist natürlich irgendwie eine unsichtbare Wand. Oder kommt mir das nur so vor, dass hier eine unsichtbare Wand ist? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ist hier eine unsichtbare Wand oder kommt mir das nur so vor? Ich habe keine Ahnung. Die neue Welt ist voll schön. Okay, dann bin ich gespannt auf die neue Welt. Und wie viele Rebirths ich auch für die neue Welt brauche. So, die neue Welt, die war ja wahrscheinlich da hinten irgendwo am Ende. Weil da gab es ja so ein Portal. Ja, hier. So, und ich kann zur Hilltop-Obby. Dann gehen wir da einfach mal rein. So, und dann machen wir die. Muss ich hier weiter? Kann ich da runter, ohne zu sterben? Ich glaube nicht. Bin ich falsch? Bin ich richtig? Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich bin hier falsch. Ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Ich bin falsch gelaufen. Ich prall mal an irgendwas ab. Hey, wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Leute, wie bin ich hier reingekommen? Ah, jetzt komme ich raus. Okay, ich verstehe. Also, ich verstehe nicht, aber ich hätte hier unten einfach lang gemusst. Okay, verstanden. Ich mache die Obby so falsch, wie man sie nur machen kann. Aber komm, ich meistere die Obby. Nein, lass mich hoch. Lass mich hoch. Okay, ich brauche ein bisschen Schwung. Ich hole mir ein bisschen Schwung. So, und jetzt mit dem Schwung werde ich schaffen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ich hab's geschafft. Das ist aber eine coole Obby, wenn man hier jetzt mal seinen Speed ausnutzen kann in der Obby. Okay, man kann ihn nicht so ausnutzen. Jetzt bin ich wieder in der Wand drin. Nice. Ich hab's schon wieder geschafft. Nein, sag mir nicht, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, ich bin wieder rausgekommen. Sehr gut. Okay, man sollte vielleicht doch nicht so hoch gehen bei diesen Wänden. Hier unten gibt's Lava. Keine Ahnung, warum ich mich so blöd anstelle. Es tut mir leid, Leute, dass ihr euch das geben müsst. Aber ich will es genießen. Ich muss mir doch die Welt angucken. Naja, gehen wir rein. Lobby! Geschafft! Und jetzt sind wir bei der Hilltop-Zone. Oder die Hügel-Top-Zone. Weil nur jedes zweite Wort übersetzt werden muss in einem Spiel, nicht wahr? So, Hilltop-Zone sieht cool aus, wirklich. Die sieht ziemlich groß aus. Das war so eine... Oh, lol! Als ob, das geht. Das war so eine Sache, die Victor gelobt hat an Emerald Hill. Dass es so weitläufig ist und man auf verschiedenen Ebenen laufen kann. Und diese Region hier, die macht das ja richtig. Da hat man ja richtig viele Ebenen.
Easy, 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 easy. Ich hatte kurz ein bisschen Pipi in der Hose, dass ich in die Lava falle. Aber Leute, ich falle doch nicht in die Lava. Ich bin noch, ich kenne mich doch aus. Das ist schön, hier kann man endlich mal sein Speed nutzen. Ich finde schön, sein Speed, dass ich mal mein... Entschuldigung. Ich wollte sowieso zurücklaufen. Ich wollte sowieso zurück, Leute. Also wirklich. Mir ist einfach danach mal wieder zurückzulaufen. So, und dann nochmal das Ding da schaffen. Jetzt aber mit 300 km/h oder 390 km/h schaffe ich das easy. Lol. Auf einmal schaffe ich das so gut hier. Eben noch richtig gestruggelt und jetzt... Okay, ich muss... Ach, der macht da... Der geht erstmal richtig gerade nach oben. Und erst nach der Kurve hier, nach dieser Kurve geht er nach links. Und da hätte ich nach links lenken müssen. Das hätte mir ja auch mal einer sagen können. So, wer soll ich das denn wissen? Lol. Als ob das funktioniert. Als ob man so über Kopf nach unten laufen kann. Naja. Wenn es funktioniert, brauche ich mich ja nicht zu beschweren. Und das hier ist das Ding, wo ich wahrscheinlich... Oder nee. Ich muss hier gerade einen Überblick bekommen über die Map. Da hinten ist, glaube ich, das Ding, bei dem ich vorhin runtergefallen bin. Aber mir gefällt die Region wirklich, weil hier kann man endlich mal laufen, seinen Speed nutzen. Und das hier ist es. War geplant. Nein, nein, nein! Nein, bitte nicht. Easy, easy, war geplant. So, easy. So, und jetzt machen wir das nochmal, aber diesmal anders. Ne, so. Nee, warte, das ist das hin. Ja, das hier ist die Stelle gewesen, okay. Ich genieße gerade, dass ich schnell laufen kann. Und ich muss wieder in die Steuerung reinkommen, weil ich bin ja echt ziemlich langsam. Aber das Spiel, es gibt ja noch ziemlich viel Guidance beim Laufen. Man muss in den meisten Fällen, muss man ja wirklich nur geradeaus drücken. Nur ganz selten muss man auch einlenken. Und das ist halt bei diesen Loopings, die halt plötzlich so ein... Oh oh. Weil die halt plötzlich so einen Twist machen, so. So, wie viel kostet mich der Spaß? 120.000 und ich würde wahrscheinlich Sachen bekommen, die schlecht sind. Also das Ding hier ist legendär. Immerhin etwas. Aber ich sag nicht einmal, ist keinmal. Einer im Chat hat geschrieben, ich soll mir die Limited Pets für 1 Million kaufen. Also spare ich auch 1 Million zusammen für die Limited Pets. Ach ja. Warum ist das hier so schief? War geplant. Ich wollte einfach mal gucken, was hier so ist. Also, ja, das sind auch schöne Bäume, die sie hier platziert haben. Also... der Künstler, also ich bewundere den Ausdruck, den der Künstler mit diesem Werk hier, ja. Was gibt's denn hier noch zu entdecken? Ich muss mal abseits gehen von der Hauptstrecke. Guck mal, hier gibt es solche Dinger. Die muss ich doch mal nutzen und dann knall ich einfach gegen die Wand. Alles klar. So, und bei der Rampe komme ich wahrscheinlich da hinten hin. Okay, okay, merke ich mir. Wie komme ich da hinten drauf? War ich da hinten drauf? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal, da hinten zu kommen. Oh, der Baum hat keine Hitbox. Aha. Nee, hier bin ich safe nicht rübergelaufen. Oh, hier ist Lava. Achtung, Lava, Leute. Lava ist heiß. Das sind die schönsten Bäume. Das sind wirklich die schönsten Bäume. Die Bäume hier sind nichts dagegen. Okay, hier gibt es so eine Schienenstrecke. Ach, hier kann ich rüber grinden. Cool. Und dann grinden wir einfach wie Tony Hawk. Ich kann immer, wenn ich sage grinden wie Tony Hawk, kann ich nicht mehr vergessen, wie Jay Jiggy damals gesagt hat. Tony Hawk grindet nicht. Er ist ein Halfpipe-Skater. Aber schön, ich muss gar nichts drücken, Leute. Ich hatte meine Hände gerade in der Luft und wollte sagen, ich habe meine Hände in der Luft, ich muss gar nichts machen. Das war ein Fehler, Leute. Never drink and drive, aber jetzt geht's einfach weiter. Mit Hände in der Luft. Hände in der Luft. Ich kann klatschen, ich muss nichts machen. Ich nehme meine Hände lieber wieder ran, einmal nach vorne gucken, was passiert. Einfach gucken, wo es mich noch hinführt, wenn ich hier weiterfahre. Aber ich mag das. Oh. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's sogar überlebt. Bei muss Eis essen. Genieße dein Eis. Ist wirklich warm. Und während ich livestreame, habe ich meinen Ventilator nicht an. Ich könnte meinen Ventilator aber auch anmachen, ne? Ich könnte einfach mal so hier so hindrücken und so machen. Und dann wäre mir nicht mehr so warm. Und ich glaube, ihr hört es sowieso nicht, weil mein Mikrofon... Ah, das sowieso nur aufnimmt, wenn ich spreche. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde einfach mal bei dem nächsten Rennen mitmachen. Ah, okay. Einfach weitermachen mit der Strecke hier. Die ist entspannt. Bis man dann irgendwann... einfach runterfällt, weil man seine Hand mal wieder nicht an der Tastatur hat. Ich bin halt ein Gamer, Leute. Okay, wo geht's denn hier hin? Hier gibt's einen Weg, der führt nach... Oder es führt einen Weg nach hier unten. Augenblick. Hier bin ich aber im letzten Mal gestorben. Also, bam. Hier gibt es so einen Schau. Der kostet dann auch 140.000. Okay. Hier gibt's 4.500 Ringe. Und jetzt will ich gucken, wo mich das Ding hinführt. Ah, zu weit. Und jetzt aber. Es führt mich zu den Bäumen. Ach, wie schön. Also, keine Ahnung. Das war einfach nur Map-Design. Kommt es nur mir so vor oder sehen die Maps so ein bisschen unfertig im Aus? Kommt es nur mir so vor, Leute? A race is starting in Lost Valley. Ja, da mache ich mal mit. Aber ja, die Maps, die sehen halt wirklich so aus, als würde man halt mit der Map anfangen und dann irgendwann sagen, so, jetzt ist fertig. Mein erstes Rennen seit Wochen. Ich habe versagt, Leute. Ich habe versagt, Leute. Nein, ich habe versagt. Ich habe komplett versagt. Ich bin nicht mal Letzter geworden, so schlecht bin ich. Naja, ja. Bevor ich hier noch sterbe, grinden wir hier erstmal wieder wie Tony Hawk. Ja, kommt mir auch so vor. Ja, vor allem bei Emerald Hill hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass die Map unfertig ist. Aber Victor sagte, dass ihm die Emerald Hill Obby am meisten gefällt. Was ich auch nachvollziehen kann. Weil bei Emerald Hill kann man viel mit seiner Geschwindigkeit anfangen.
Und das ist, macht auch diese Map hier richtig. Zum Beispiel diese Eiswelt, die war komplett unfertig und in der kann man ja fast gar nichts machen. Dann läufst du einfach nur stupide rum. Es gibt keine coolen Strecken, keine coolen Parcours. Also keine wirklich coolen Strecken und wirklich coolen Parcours. Es gibt Strecken und Parcours, aber die gefallen mir halt nicht. Und hier ist es cool. Es gibt ziemlich große und weitläufige Strecken, die man auch wirklich auskosten kann mit hoher Geschwindigkeit, ohne komplett... Ja, Leute, schaut euch das an. Die Lava ist größer als ich. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die das hier gebaut... Ihr könnt mir nicht sagen, dass sie das hier gebaut haben. Okay, wir entdecken jetzt die Weiten von der neuen Map, Leute. Die Weiten der neuen Map. Ach ja, okay, alles klar. Stellt euch vor, ich wäre hier jetzt durch den Boden gefallen. Okay, hier. Augenblick. Ah, hier komme ich nicht durch. Hier ist eine Wand, die sehe ich aber nicht. Schade. War ich hier schon mal? Sieht so aus wie eine Stelle, an der ich gestorben wäre. Naja, gucken wir mal. Nein, 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 lass mich da. Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Leute, mir geht's nicht ganz gut. Wir versuchen hier außenrum. Hier gibt's kein außenrum. Ah! Ich bin gestorben. Das ist einfach nur Kunst. Ja, die Map ist Kunst. Ja, die Map sieht wirklich schön aus. Wenn man jetzt nicht Offroad geht, sondern wirklich sich auf den Hauptstrecken aufhält, dann ist sie wirklich schön. Das Einzige, was ich halt wirklich eine komische Game-Design-Entscheidung finde, erstmal hier hochgucken, weil hier oben war ich noch nicht, ist diese eine Rampe, die einen einfach out of map katapultiert. Okay, hier kann man ja richtig hoch. Ich will erstmal hier hochlaufen. Ah! Nein! Ich will gucken, was da oben ist, Leute. Lass mich erstmal gucken. Hey, kann ich gar nicht drauf grinden. Das ist nur Deko, die ist nicht echt. Die hier ist echt. Na gut, ich will da trotzdem hoch. Ich will gucken, wo die nicht echte Bahn hinfährt. Es gibt hier so viel zu entdecken. Einfach eine unechte Strecke. Fährt die dann in den Berg rein? Die fährt da rauf. Die war doch bestimmt mal gedacht dafür, dass man da lang kann. Und dann haben die sich in der Entwicklung irgendwann gedacht, nee, kein Bock mehr, das jetzt so fertig zu bauen. Und jetzt ist sie einfach so gelassen worden. Ich meine, was ist das? Man kann von da unten hier rauf. Alles klar, machen wir das mal andersrum. Alles klar, ich bin hängen geblieben. Ah, zu weit. Perfekt. Hier ist extra eine Rampe platziert worden, dass man da hin kann. Also das ist irgendwo gedacht. Da unten ist die Rampe, dass man hier hochkommt. Und dann kommt man am Ende da an, auf der Strecke, die nicht zum Grinden funktioniert. Man kann hier nicht grinden. Ich fall runter, wenn ich versuche. Oh, und dann geht's steil nach unten. Und man klatscht einfach auf den Boden. Alter, stellt euch vor, ihr würdet da lang grinden oder batsch. Tot. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Ich esse gerade einen Kuchen. Schön. Ich hatte lang keinen Kuchen mehr. So. Muss jetzt aber wieder da hochkommen. Und dafür muss ich einmal da hochkommen. Genau. So, und dann nehmen wir einfach mal die andere Rampe. Also es gibt hier... Es gibt auf dieser Map auf jeden Fall, Ideen, die angefangen, aber nicht fertig umgesetzt wurden. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, oh, oh. Nein! Hey! Ich habe den Ring bekommen. Nein! Okay. Aber man wäre von da unten darauf gekommen. Interessant. Also es gibt hier solche Strecken und keiner weiß warum. Na gut. Aber dann wäre es das, oder? Es gibt bestimmt noch einige Sachen, die man hier auf der Map entdecken kann. Ich finde die Map wirklich cool, weil sie ist riesengroß. Schaut euch das mal an. Das ist Skyline, was es oben alles gibt, unten alles gibt, diese riesengroßen Strecken. Also das gefällt mir wirklich. Die Leute haben sich Mühe gegeben, diese Map zu bauen. Man sieht, sie ist nicht wirklich fertig. Man sieht, es wurden auch viele Ideen angefangen und nicht umgesetzt. Aber es macht Spaß und darauf kommt es ja an. Lol, warum war das auf einmal so laut? Keine Ahnung, warum das so laut war, aber jetzt bin ich hier gelandet. Da unten ist wieder so eine Rampe. Hier ist eine Rampe, mit der man hoch kann, aber wie kommt man zu der Rampe hin? Hä? Wie soll man auf dieser Plattform landen? Fragen über Fragen, Leute. Aber wirklich, ich muss sagen, das ist bis jetzt meine Lieblingsmap in Sonic Speed Simulator. Das kann ich echt sagen. Hier kann man echt seinen Spaß haben und hier ist das eine Ding, was ich vorhin gesehen habe und mir dann dachte, lol, dann kann ich hier einfach weiterlaufen. Schön. Na... den Sprung nicht ganz geschafft. Na gut, es gibt hier viel zu entdecken. Ich schlage aber vor, dass ihr das alles selber noch entdeckt. Das war's erstmal mit Sonic Speed Simulator. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und ciao!